Moral gegen unser Volk predigt. Er sagt jedem, er soll den jüdischen Gesetzen nicht gehorchen. Er redet schlecht über den Tempel. Er entweiht diese heilige Stätte, weil er Nichtjuden hierher bringt. Ja, ich sei vorhin mit dem Nichtjuden von Ephesus. Halt! Im Namen Cäsars! Wer bist du? Ich bin Paulus von Tarsus und römischer Bürger. Er hat einen Ungläubigen in den Tempel gebracht. Das ist streng verboten. Zurück mit euch allen! Paulus von Tarsus. Offensichtlich hast du diesen Aufruhr angezettelt und deshalb verhafte ich dich wegen Störung der öffentlichen Ordnung. Du kommst mit los. Hier ist Carol Cooper mit den neuesten Nachrichten. Wir sind hier an der Küste dieses kleinen Landes, die von der gewaltigen Flut zerstört wurde. Ständig treffen zahlreiche Lebensmittelspenden und Medikamente ein. Besorgte Menschen fliegen von überall hierher, um zu helfen. Unter ihnen auch Professor Quantum. Professor, erzählen Sie uns, was Sie mitgebracht haben. Da ist meine Familie und unsere Freundin Joy. Sie haben darauf bestanden, mitzuhelfen. Eigentlich wollte ich wissen, was das ist, Professor. Oh, das ist... Nun ja, also wie Sie ja wissen, ist das größte Problem nach einer Flut das verseuchte Trinkwasser. Aber mein ultraviolettes, auf Chloramin basierendes Wasserreinigungssystem arbeitet in den Brunnen und produziert frisches, klares Wasser in wenigen Stunden. Oh, diese Mistmücken sind überall! Reg dich nicht auf, Joy. Ich glaube, die Schlangen fressen die meisten. Schlangen? Wenn sie nicht in dem ganzen Matsch erstickt sind. Chris! Joy, bringst du noch 4 Kisten mit steriler Gase rüber? Sind auf dem Weg, Mrs. Quantum. Joy, bringst du noch eine Kiste mit Desinfektionsmittel und Wattestäbchen zu Zelt 3? Oh, und noch Nahtmaterial. Ich bin gleich da. Joy, wo bleibt die Gase? Joy, beeil dich bitte mit dem Nahtmaterial. Joy? Deine Augen laufen ja aus. Oh, Giz. Chris, ich kann einfach... Ich kann das einfach nicht, überhaupt nichts. Ich wollte ja helfen, ganz ehrlich, ich wollte das. In dem Moment, als ich von dem Problem gehört habe, wollte ich das. Aber die Mücken und der Matsch und all die Menschen, die Hilfe brauchen... Ich hätte nicht gedacht, dass das so, so schwierig wird. Superbo! Ich bringe euch zu einem Mann, der die unmöglichsten Schwierigkeiten überwunden hat, aber dabei nie seine Mission aus den Augen verloren hat. Gefangene, halt! Hauptmann, die Gefangenen sind bereit für die Einschiffung nach Rom. Bringt sie an Bord! Ihr habt den Hauptmann gehört, bewegt euch schneller! Sonst kriegt ihr noch eine Kostprobe von meiner Peitsche! Es ist unnötig, sie zu schlagen. Ja. Heftig rausdrücken! Was habt ihr hier zu suchen? Untersteckt zu den anderen Gefangenen! Ich werde euch lehren, einen Fluchtversuch zu wagen!
Die Gefangenen fliehen! Haltet sie auf! Die Gefangenen fliehen! Und angetäuscht! Es scheint ein Fehler in meinem Plan zu sein. Erwischt. Ich glaube, von diesen eisernen Fußfesseln kriege ich einen Ausschlag. Euer Freund ist aber sehr eigenartig. Oh ja, er ist auf jeden Fall was Besonderes. Alles in Ordnung, Joy? Ja, toll! Von Mücken und Matsch zu Fußfesseln und einem Schiff voll Gefangener. Mein Leben scheint immer besser zu werden. Joy, in der Zeit im Gefängnis habe ich erkannt, dass die Macht Gottes am stärksten ist, wenn ich schwach bin. Wenn er mir weiter seine Kraft gibt, gebe ich gerne zu, wie schwach ich bin. Ja, ich bin froh, schwach zu sein oder beleidigt und missverstanden zu werden oder zu leiden und krank zu sein, wenn es für Christus ist. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wir sollten alle für eine ruhige Überfahrt nach Rom beten. Rom? Wir fahren nach Rom? Wie aufregend! Ich bin auf dem Weg, um mich vor Cäsar zu verantworten. Du scheinst fast glücklich darüber zu sein. Was hast du denn getan? Ich soll die öffentliche Ordnung gestört haben. Es war in Jerusalem. Ich habe über Jesus gepredigt, zu jedem, der zuhören wollte. Ich wurde beschuldigt, einen Ungläubigen in den Tempel gebracht zu haben. Aber das stimmt nicht. Sie forderten, dass die Römer mich zum Tode verurteilen sollen. Aber natürlich konnten sie ihre Beschuldigung nicht beweisen. Ein paar Nächte später erschien mir Jesus in meiner Zelle. Sei unbesorgt, Paulus. So wie du in Jerusalem für mich eingetreten bist, so halte auch weiter zu mir und tritt für mich ein in Rom. Seitdem wurde mein Fall zwei Statthaltern und auch König Herodes Agrippa vorgetragen. Aber als römischer Bürger habe ich das Recht, vor Cäsar persönlich vor Gericht gestellt zu werden. Deshalb bin ich hier, auf dem Weg nach Rom. Na, was ist? Möchtet ihr Gefangenen etwas Luft schnappen? Ich brauche Leute, die das Deck schrubben. Oh, nimm nicht mich. Bitte nimm nicht mich. Mach es nicht noch schlimmer. Joy? Was ist mit dir, elender Kerl? Das reicht jetzt! Hauptmann, könnte man unsere Fußfesseln etwas lockern, nur während wir auf See sind? Hauptmann Julius, Sie dürfen nicht erlauben, dass diese widerliche Bande von Sklaven... Nehmt sie allen ab! Wohin sollten sie denn fliehen? Ich behalte dich genau im Auge, Freundchen. Männer,
Ich glaube, wenn wir weitersegeln, bekommen wir Probleme. Schiffbruch, Verlust der Ladung und unser aller Leben gerät in Gefahr. Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Hauptmann, wir müssen weitersegeln. Es gibt keine geeigneten Häfen hier. Hier können wir den Winter nicht verbringen und die Mannschaft kennt diese Gewässer. Wir segeln weiter an der Küste entlang nach Phoenix. Was will der Trottel uns erzählen? Bitte. Überdenk diese Entscheidung. Ich muss sicher nach Rom kommen. Du hast keinen Grund zur Beunruhigung. Der Captain vertraut seinen Männern. Sie wissen genau, was sie tun. Was weiß denn schon ein Gefangener aus Jerusalem über das offene Meer? Es gibt keinen Sturm, den wir nicht bezwingen können. Hält diesen Wellen nicht stand! Segelt an die Küste! Segelt an die Küste! Laut des herrschenden Luftdrucks, der Wolkenformation und der immensen Stärke des Windes gibt es eine 57-prozentige Chance für... nass werden. Holt das Ruderboot an! Vielen Dank. Bete zu deinem Gott für uns. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Fürchte dich nicht, Paulus. Du wirst vor den Kaiser gebracht werden. Darüber wird Gott euch in seiner Güte beschützen und alle am Leben lassen, die mit dir segeln. Von Bord! Okay, aber keine Vorwürfe, wenn wir das später brauchen. Men, hättet ihr doch auf mich gehört und Kreta nicht verlassen, dann wäret ihr von all den Schäden und dem Verlust der Ware verschont geblieben. Aber seid tapfer, keiner von euch wird sein Leben verlieren. Doch das Schiff wird sinken. Letzte Nacht ist mir ein Engel erschienen, von Gott, dem ich gehöre und dem ich diene. Der stand vor mir und sagte, Gott in seiner Güte wird euch beschützen und jeden am Leben lassen, der mit dir segelt. So fasst Mut, denn ich glaube Gott, es wird so kommen, wie er es sagt. Aber wir werden Schiffbruch erleiden und auf einer Insel stranden. Was erzählt er denn da? Er ist sich so sicher. Er hat nie seinen Glauben verloren. Niemals. Jesus sagt, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könntet ihr zu einem Berg sagen, rücke von hier nach da, und der Berg würde es tun. Nichts ist mir unmöglich. Glaube? Als Soldat vertraue ich nur einem scharfen Schwert, um meine Berge zu versetzen. Flachwasser! Flachwasser? Das ist gut, oder? Gut? Das ist fantastisch! Nur
nur 20 Faden tief und es wird von Minute zu Minute flacher. Wir nähern uns Land. Werft die Anker, damit wir nicht auf Felsen laufen. Aber Kapitän... Tu, was ich sage! Ja, Sir. Werft die Anker! Werft die Anker! Siehst du schon Land? Noch nicht. Lasst uns jetzt unter Deck gehen. Beten wir dafür, dass bald der Tag anbricht. Bitte, esst uns für eure Gesundheit. Lass mich das machen. Land! Land voraus! Ja! 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 Das ist Land! Ja! Paulus, das muss die Insel sein, von der du gesprochen hast. Wir haben sie überstanden! Ja! Kapp die Anker und ran an die Ruder! Eine Sandbank! Oh nein! Das Schiff bricht auseinander! Wenn die Gefangenen fliehen, ist das unsere Schuld! Deshalb sage ich, tötet sie alle! Fangen wir mit dem da an! Nein! Auf meinem Schiff wird niemand ermordet! Und schon gar nicht dieser Mann! Hört her! Jeder, der schwimmen kann, springt ins Wasser und versucht, die Insel zu erreichen. Diejenigen, die es nicht können, nehmen ein Ruder oder sonst was und paddeln dorthin. Kein Problem! Springt auf! Wir sind gerettet. Wie du gesagt hast. Paulus, denkst du, dass dein Gott jeden, der sich ihm zuwendet, annehmen würde? Jesus heißt jeden willkommen, der ihn sucht. Laut meiner Aufzeichnungen sind wir auf der Insel Malta ungefähr 4 Tagesreisen von Rom entfernt. Leute, scheint, wir kriegen Gesellschaft. Man nennt die Dinger Marshmallows. Glaubt mir, die schmecken vorzüglich zu Fisch. Ohne Zweifel ist dieser Mann ein Mörder. Obwohl er der See entkommen ist, erlaubt ihm die Gerechtigkeit nicht weiterzuleben. Hab keine Angst. Die Schlange vergiftet mich nicht. Das ist unglaublich. Wahrhaftig, du bist ein Gott. Ich bin nur ein Botschafter des einzig wahren Gottes. Ich bin auf dem Weg nach Rom, um sein Wort zu verkünden. Dein Gott muss sehr, sehr mächtig sein. Vielleicht kann er dem Vater unseres Oberhauptes helfen. Er ist alt und sehr krank.
ihm gut? Er sieht sehr krank aus. Geheilt. Du hast meinen kranken Vater gerettet. Ich kann dir niemals genug danken. Du magst selbst kein Gott sein, aber du bist wahrlich ein Botschafter Gottes. In 3 Monaten kommt ein Schiff und legt hier an. Es ist auf seinem Weg nach Rom. Und wenn es dein Wunsch ist, besorge ich dir einen Platz auf diesem Schiff. In der Zwischenzeit sei bitte ein Gast in meinem Heim. Vielen Dank für deine Güte. Paulus. Ich verstehe das nicht. Wieso willst du nach Rom? Wieso bleibst du nicht hier auf Malta? Die Menschen hier lieben dich. Aber in Rom... Ich weiß deine Sorge zu schätzen, Joy. Jesus sagte mir, ich muss in Rom Zeugnis ablegen. Und genau das werde ich tun. Einfach unglaublich. Nach allem, was Paulus durchmachen musste... Der Aufstand, das Gefängnis, der schreckliche Schiffbruch, ein tödlicher Schlangenbiss. Anscheinend kann Paulus nichts von einer Mission abhalten. Und ich flippe schon wegen ein paar Mücken aus und kreische bei einem Klacks Matsch. Super Buch. Also, wo waren wir? Ach ja! Du hast im Matsch gelegen und wir haben krampfhaft versucht, nicht zu lachen. Zurück an die Arbeit, was? Dann ist es doch nicht so hart, wie du gedacht hast. Nein, es ist immer noch hart. Aber ich glaube, Gott möchte, dass ich das tue. So soll es sein. Mach mich neu, verändere mich und hilf mir her zu leben für dich.
Gedanken und sehen die Vergangenheit.